Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Traut Online Farm mit Freezy und dem Andreas. Hallo. Hi. So. Aber ich kann dir eins sagen, du bist ja nicht der Einzige, der da Probleme hat mit dem Zurechtfinden. Wir haben sogar Leute im Team, die da ein bisschen Probleme haben. Ja? Die sich dann öfters mal verfragen. Ja, gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ich habe das meist an der Map gebaut, also ich habe selbst die Straßenschilder gesetzt, aber auch mir passiert das mal, ich nicht mal verfahre oder so. Das ist aber schon krass. Passiert einfach, weil du fragst jemanden, wo bist du, und dann sagt er da und da, und dann fährst du dahin, ist aber schon drei Felder weitergefahren. Achso, passiert einfach. Ist aber nichts Schlimmes. Nee, das sagt ja keiner, aber... Ups. Mal gucken. Da nennen die Preise so. Beide Preise. Oh, Gerste. 735 in der Brauerei. Ich weiß ja nicht, ob ich es verkaufen darf. Gerste? Ja, klar, verkauft doch. Mais aus 748 im Landhandel. Sonst nehme ich auch nicht viel mehr für. Wir haben ja auch noch ein Gerstefeld, aber ich könnte ja erstmal den Mais wegfahren. Freezy, was erntest du da oben eigentlich gerade? Gerste. Ah, siehst du. Schön, dass wir gerade von gesprochen haben. Tausch mir mal kurz. Boah, von mir aus. Eine Runde hier. Wolltest du den Hänger haben, oder was? Nö. So, warte mal, du gehst jetzt Gerste verkaufen, was kann ich machen? Wenn wir noch einen Ladewagen hätten, könnten wir Stroh aufsammeln, da wo Freezy ist. Ja, das können wir machen. Müssen wir aber dann definitiv ins Sägewerk knallen, weil wir haben keinen Heuboden hier. Okay. Man muss es irgendwo hinschmeißen und da liegen lassen erstmal. Hm. Ja, okay. Das ist. Deswegen sage ich ja, der kleine Hof hat halt seine Nachteile. Hm. Ist ja nicht schlimm. Oh, gar nicht. Ich meine, wie oft willst du hier dicke Fahrzeuge hinstellen oder wie viele Fahrzeuge willst du hier hinstellen? Geht ja dann irgendwann nicht. Ja. So, ich wollte Mais einladen. Das ist schon wieder nach. Wie viel kriegen wir für den Hof? 180.000 kriegst du hier für den Hof. Ja, ist halt die Frage, wenn wir den verkaufen. Musst du definitiv den anderen kaufen und den hier erst leer machen, also das Lager zumindest. Das Lager ist dann weg, wenn du verkauft hast. Okay. Ja gut, dann wäre es das Einfachste, wenn wir das Lager leer machen. So. Machen das Lager leer, verkaufen den Hof und holen uns den großen Hof. Aber der große Hof hat halt, sag ich mal, für unsere Felder, die wir haben, liegt halt sehr ungünstig, ne? Ah gut, fahren musst du, du musst ja sowieso nach und nach dann auch mal sehen, du kannst ja nicht nur auf Produktion, klar, du kannst schon nur auf Produktion machen, aber ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, im Endeffekt. Und ich muss jetzt hoch zum Landhandel. Ugh. Weiß nicht, ist eine gute Frage. Was? Weiß nicht, ist eine gute Frage, ob wir den kaufen. Wegen mir können wir das machen. Ach du. Auf der anderen Seite solltest du dir vielleicht mal die Palettenpreise jetzt angucken. Die haben sich ja auch etwas verändert. Vielleicht sagst du auch, ne, dann produzieren wir halt erstmal Paletten jetzt, bis wir das Geld voll haben und kaufen vielleicht doch den Komposter. Das musst du wissen. Für den Komposter bräuchtest du zum Beispiel auch keine Kartons, ne? Den Komposter brauchst du nur Paletten.
Nein, aber du musst ja keine Paletten nehmen, du kannst auch Lose nehmen, oder? Ja, wo willst du das Lose hinschütten? Lose ist es für die auf die Felder gedacht, weil wir den GMKK-Mod drin haben. Gülle, Mist, Kalk. Ja, aber du kannst es auch Lose mit dem Anhänger abholen und kannst es verkaufen. Ja, wo willst du es denn reinschütten, Lose, wenn es nirgendwo drin steht? Kannst du es nicht laden? Doch, du kannst es laden, aber du kannst es nirgendwo reinschütten. Das ist genauso. Ach, es gibt keinen losen, sag da einfach, es gibt keinen losen Verkauf. Richtig. Das ist genauso wie mit dem Kalk, der aus der Zuckerrübenfabrik mit rauskommt. Den kannst du auch nicht verkaufen, den kannst du nur in deine Felder einarbeiten. Und wo ist die Kompostpalette? Wie sieht denn die aus hier? Beim Verkaufs, bei Preise. Warte. Ganz hinten. Ganz hinten, okay. Also ganz letzte, hinter den Molkereiprodukten, das ist die Kompostpalette. Preise zwischen 1500 und 1800 jetzt. Naja gut, wie viele Pausen sind auf einer Palette? 2000 Liter, also muss das Ganze mal zwei nehmen, Größe 3600 im Höchstfall. Also 2000 Liter sind da drauf? Ja. Die Preise sind ja immer je 1000 Liter. Nee, ne, das weiß ich ja. Gut, ist, okay. Ist ja, aber die Frage ist ja, wie viel hat eine Palette? 2000 Liter. Ja, nee, das weiß, wissen wir jetzt ja auch, aber es gibt auch Paletten mit 4000 Litern. Nein, das ist nur bei den Holzpaletten bei uns so. Gut. Sonst haben bei uns alle Paletten 2000 Liter, außer die Big Bags nachher, die sind noch, da ist noch ein bisschen weniger drin. Okay. Aber ja, wie sagst du, was wir machen? Das ist die Frage, ne? Mir egal. Meine, der große Hof hat seine Vorteile, ohne Frage, aber er hat halt auch Nachteile. Erstens haben wir viel weitere Fahrtwege und zweitens haben wir dann gar kein Geld mehr und wir kommen auch halt nicht wirklich an welches. Ja, dann würde sagen, lass da erstmal die Paletten- und Kartonsproduktion jetzt noch ein bisschen laufen und ja, willst ja noch ein bisschen länger hier spielen. Oder später kriegen wir den großen Hof schon noch. Na dann, mal schauen, was wir alles verkaufen können jetzt, um Richtung 500k zu kommen. Ja, also ich habe den Mais jetzt schon mal weggefahren. Der ist schon weg. Wie gesagt, der Friesi erntet ja jetzt Gerste. Soll die und Gerste hin? Ich habe nur den Mais weggefahren. Die Gerste in den Dings am besten. Ich habe ja aber die Gerste. Die Brauerei. Der Friesi erntet auch noch Gerste. Ja, ich weiß, ich bin bei Friesi. Ach so. Und auf dem Hof liegen auch noch 10.000. Friesi, gibt mal her den Riss. Ja, warte. So. Lass mal das Stroh hier erstmal liegen. Sammeln das noch ein. Was war denn von Brei? Bei Weizen, Simon. So, dann fahr. Zum Hof. Einmal zum Hof und den Rest der Gerste noch laden und dann können wir den Spittel erstmal wegfahren. Gut. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, paar Produktionszweige, wo kontinuierlich Geld kommt, wo wir durchgehend beschäftigt sind und sagen können, hey, wir wissen, wo, vor allen Dingen, wir wissen immer mit unserem Stroh dann wohin, ne, den Abfall. Braucht der Komposter noch was? Braucht der Diesel oder so? Nein. Gut, also nur Stroh rein, ab geht die Luzi. Hab ich mir mal überlegt, aber wenn du überall noch Diesel hinfahren sollst, dann brauchst du gar nicht mehr anfangen. Nee. Irgendwann wird das auch zu viel. Eben. Am Anfang hatten wir das mit den Paletten und Kartons gar nicht. Ich dachte, es ist aber ein bisschen dünner, nämlich das mit den Paletten und Kartons halt auch noch mit reingenommen.
Ja, das ist schon, wenn du dann überall auf einmal Paletten, Kartons brauchst und so weiter, hast du eine Produktion und musst die auch immer am Laufen halten. Das ist schon mal eine ganz schöne Umgewöhnung dann auf jeden Fall. Ja, also ich sag mal, mit so vielen Leuten wie wir spielen, schaffst du gar nicht alle Produktionen gleichzeitig am Laufen zu halten, schaffst du einfach nicht, weil es nicht geht. Da hast du gar keine Chance zu. Ja, nicht Sinn und Zweck. Wie willst du denn das machen? Das ist ja wahnsinnig bei dir. Oh, wie viel Ding war denn da jetzt drin? Hier 20.000. Also 1100 am Bahnhof ist hier. Und der Manus mit dem kleinen Anhänger hier rein. So, wo ist denn das Rohr? Da, wo ich gerade herkomme. Gut. Naja. Da, wo ich gerade herkomme. Okidoki. Gäste noch mit. Fahren einmal zur Brauerei. So, warte, wo ist die Brauerei? Die ist links und dann an vorne an der Kreuzung wieder links. Also aus dem Hof links raus und dann fährst du schon genau drauf zu. Aber an dem Blitzer. Ach so, die ist hier direkt um die Ecke oder was? Ja. Ach hier. Stört der Bäcker! Darf ich dir gar nicht die Story erzählen, die ich mit meinem Postboten gebracht habe? Wir müssen hier zu. Weil du vor das Tor fahren musst, du musst O drücken. Kein Automatiktor drinne, dann würde immer aufgehen, wenn der Verkehr vorbeifährt. Wäre ja schön, wenn es überhaupt mal aufgehen würde. Sollte es aber. Ich muss O drücken, ne? Ja, mach ich ja. Ach so, aber es geht vom Fahrzeug aus nicht. Nee, geht nicht an allen Toren. Ab und zu musst du auch mal aussteigen. Ja, aber du gerade gesagt hast, du musst vom Fahrzeug aus U drücken. Nein, ich habe nur gesagt, du musst U drücken. Hä? Ich habe gesagt, du musst O drücken. Mehr habe ich nicht gesagt vom Fahrzeug. Das habe ich gar nicht gesagt. Echt nicht? Nee, ich habe gesagt, du sollst dran denken, dass du O drücken musst. Ja, ist ja wurscht, ich habe jetzt O gedrückt. Ja, hast du O gedrückt, ja? Ich habe jetzt O gedrückt. Hat's geklappt? Ja. Wunderbar. Geld und drücken kann er. Jetzt darf ich doch nicht die Story mit dem Störtebäckerkasten erzählen, merkt das. Warum? Ja, das kriegst du bei uns hier nicht zu kaufen. Per Post bestellt, mein Postbruder hat vielleicht gekotzt. Was ist denn da drin? Sprech eine Kiste Bier. Bist du ein bisschen bekloppt? Sprech auch. Natürlich. Ja, schmerzfrei. So. Gut, dass mir keiner zuguckt beim Fahren. Würden alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also sind die schon von mir gewohnt. So, warte mal, jetzt haben wir noch mehr zum Verkauf, ja, ne? Ja, ich habe jetzt den Raps drin, den bringe ich jetzt zum Bahnhof gerade. Friesi, was hast du auf dem nächsten Feld oder wo bist du dran am Dreschen? Feld 12, Weizen. Da ja, haben wir auch noch im Lager. Kannst du gleich aufladen, fährst zum Friesi und lässt dir dann voll machen. So mache ich das. Perfekt, Mensch. Also du wirst es nicht glauben, aber ich spiele LS auch seit 2008. Echt? Echt. Nicht, ich spiele das seit 2009. Ja? Ich hab mit dem ersten Teil schon angefangen. Nee, ich nicht. Ab 2013 dann auf YouTube. Also okay. Den 13er, 15er und den 17er. Oh, okay.
Ja. Ja, aber den 8, 9 und 11 habe ich privat gespielt. So. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Weiß. Fällt einem schwer zu glauben. Ja, wieso? Also es ist ja nicht so, als wenn du jetzt gar keine Ahnung von der Materie hättest. Wow. Gibt ja auch genug, die irgendwas aufnehmen oder streamen und die überhaupt keine Ahnung von der Materie haben. Ja, sicher. Gut, Malus, wir sind durch. Jo, dann in diesem Sinne, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Oh, tschüss.